definiere jetzt meine Überschrift 1, mache die fett, Größe 16 und vielleicht mit ein bisschen mehr Zeilenabstand. Lösche dann hier vorne noch die Nummerierung und lasse es automatisch nummerieren. Es geht, indem ich hier eine aktuelle Liste erstelle, beziehungsweise eine Listenbibliothek mit der Überschrift und dann, oder mit der Nummer, und dann steht hinten dran Überschrift 1, 2, 3 und so weiter. So. Was man dann hier oben auch wieder machen kann, ist, jetzt habe ich es angepasst, wähle das wieder aus und klicke auf Überschrift 1 aktualisieren. So, jetzt. Und das kann man dann ganze für alle anderen Überschriften noch machen. Wenn man jetzt eine Überschrift hat, kann man hier oben einfach draufklicken und sagt, okay, das wird Nummer 2. Nur, das sollte eigentlich 16 sein. So. Und das hat ja den Vorteil, wenn man jetzt irgendwie was ändern will, ändert es überall automatisch.